und unsere freie Meinungsfreiheit genommen wird, dann bleibt uns gar nichts mehr. Und die Medien spielen nur mit denen mit. Ganz im Gegenteil, anstatt zu helfen, wofür sie da sind. Ich habe die ARD, Hessische Rundfunk, ich habe Box, ich habe RTL, ich habe alle Hilfe gebeten. Aber keiner von denen war da und keiner von denen will auch mitmachen. Ich bitte um eure Mithilfe, denn nur gemeinsam können wir dagegen ankämpfen. Die Demo habe ich verlängert um einen Monat und ich bitte die Herrschaft, die Kameraden hier mir noch eine Minute zu geben und mich frei sprechen zu lassen. Ich bitte nochmal, um meine Meinung hier frei äußern zu dürfen. Immerhin kämpfen wir alle hier für die gleiche Sache. Ich möchte nur noch eins sagen. Wenn alle, wie wir bis jetzt, schweigen und nicht Hand in Hand gegen diese Sache für unsere Freiheit nicht zusammen kämpfen, werden wir nichts erreichen. Und am Ende wird jeder von euch einen Chip erhalten und sein Kiefer und nicht das Zweifel, dann was ihr jetzt schon sind. Ja, also, habe ich nicht gesagt. Meine Demo geht weiter. Ich habe schon einen Monat verlängert, weil es mir auf die Eier ging, dass sie mir mein Mund verbieten wollten. Ihr werdet mich von 12 Uhr bis 20 Uhr in der Bodigallee Straße bei meiner Demo, wo ich alleine stehe, vorfinden. Ich bitte um Mithilfe. Die Demo geht nur einen Monat und ich bin jeden Tag dort vor Ort und ich werde mir nicht meinen Mund verbiegen lassen. Lieber gehe ich dann zu irgendeiner Terrorgruppe und lasse sie in die Luft jagen, als dann mir den Mund verbiegen zu lassen. Aber haltet euren Frieden, okay? Und ich sag dir, wenn wir Freiheit wollen, ja, dann